Das Volk der Huichol glaubt, es ist seine Pflicht, die Flammen des Lebens zu nähren und das Gleichgewicht der Naturkräfte zu wahren. Die Huichol glauben, Taverika, unser Vater der Sonne, wurde in der Geisterwelt Wirikuta im Osten geboren und Haramara, unsere Mutter des Ozeans, im Westen. Dort hat das Leben seinen Ursprung. Das Land zwischen der Wüste im Osten und dem Meer im Westen ist heilig. Das Volk der Huichol hat die Aufgabe, die Zeichen dieses Landes zu verstehen, seinen Boden zu bearbeiten, ihn zu segnen und ihn zu erhalten. Etwa 15.000 Huichol leben in der Sierra Madre Occidental Mexikos. Mithilfe ihrer tausende Jahre alten Tradition sicherten sie ihr tägliches Brot durch Ackerbau im Einklang mit der Natur. Doch das beständige Eindringen Fremder in ihr Gebiet, das wahllose Abholzen ihrer Wälder, richtet das Gleichgewicht ihrer Umwelt zugrunde. Nun sehen sie sich gezwungen, abzuwandern und sich Arbeit als Tagelöhner zu suchen. Im Bundesstaat Nayarit leben und arbeiten die Huichol genau wie andere Indigenas, Cora, Tepehuano und Mexicanero, auf Tabakfeldern. Dort sind sie extrem giftigen Pestiziden ausgesetzt. Die Agrarindustrie beruht auf der maximalen Ausbeutung des Bodens für maximale wirtschaftliche Erträge. Ein solches landwirtschaftliches System setzt große Mengen Pestizide ein, die alle Arten von Schädlingen vernichten sollen. Einige davon sind so giftig, dass sie schon in geringen Mengen das ökologische Gleichgewicht der Umwelt erheblich angreifen können. Auch für die Menschen, die die Mittel handhaben, und für den Verbraucher stellen sie eine ernsthafte gesundheitliche Gefahr dar. Dieser Mann mischt ein Pflanzenschutzmittel aus verschiedenen Bestandteilen, darunter auch Methamidophos. Weniger als ein Gramm dieser Substanz in seinem Organismus reicht aus, um ihn zu töten. Das Gift kann durch die Nase in seinen Körper gelangen, durch die Augen, den Mund und insbesondere durch die Haut. Die Arbeiter, die mit diesen Pestiziden umgehen, müssten Handschuhe, Schutzkleidung und Masken tragen. Doch auch dann wäre ihr Leben noch in Gefahr. Beim Spritzen des Mittels entsteht Staub. Der geht uns direkt ins Gesicht. Das tut sehr weh.
Ich habe eine Familie und meine 6-jährige Tochter wurde krank. Wir wussten nicht, was sie hatte. Sie war dem Tod nahe und ich habe viel Geld bezahlt, um sie zu retten. Die Leute schützen sich nicht. Sie bekommen auch nicht die geringste Anleitung, was eigentlich unerlässlich wäre zum Umgang mit diesen Stoffen. Es beunruhigte mich zutiefst, als ich sah, in welcher Gefahr die Feldarbeiter da steckten. Sie gingen übers Feld und pumpten das Insektizid aus der Bombe, ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen. Sie nahmen das Gift über die Schleimhäute in den Körper auf. Sie tranken das Wasser aus den Tanks bei den Feldern. Dabei hatten die ebenfalls etwas von den Sprühnebeln abbekommen. Und auch ins Essen gelangten die Insektizide über ihre Hände. Am besten wäre, als ersten Schritt auf das Problem hinzuweisen, zu unterrichten, also die Familien zu erziehen. Da liegt gerade die Besonderheit, dass der, der spritzt, keine erwachsene oder ausgebildete Person ist, die mit Insektiziden umzugehen weiß, sondern es sind Kinder, Jugendliche und wir hatten sogar komplette Familien, die vergiftet waren. Und von einem auf das andere Mal, ohne dass sie wissen, was ihr Unwohlsein verursacht, sind sie auf dem Feld beim Gift versprühen und brechen einfach zusammen. Der Lohn der Tagelöhner hängt davon ab, wie viel Arbeit sie schaffen. Aus diesem Grund leben und arbeiten ganze Familien in den Pflanzungen. Sogar die Kinder, die anfälliger sind für eine Vergiftung als Erwachsene. Die Gesundheitsbehörden bestätigen, dass im Jahr 1993 1500 Todesfälle erfasst wurden, die auf Vergiftung durch Pestizide zurückzuführen sind. Das heißt, im Durchschnitt starben täglich 4 Menschen durch den Kontakt mit diesen Giften. Andere Quellen schätzen die Zahl der nicht erfassten Vergiftungsfälle um einiges höher. Das war schlimm für mich. Meine Schwägerin kam und sagte, hat dein Sohn gelbe Shorts an? Ja, kann sein, meinte ich weiß es nicht. Sie sagte, es geht ihm sehr schlecht. Er war ja bei der Arbeit, er spritzte diese Flüssigkeit. Und dann sagte man mir, es ginge ihm ganz schlecht, er hätte einen Herzanfall gehabt. Mein Sohn heißt Enrique Guzmán. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Aus Santa Catarina und San Sebastian kamen wir her, weil wir Arbeit suchten. Gift ist in unsere Körper gelangt. Und jetzt sind wir hier alle krank. Die Universitäten dieses Landes haben in ihren Lehrplänen kein Fach wie Toxikologie. Es gibt nicht viele Ärzte, die sich da auskennen. Wenn jemand sich vergiftet, ist er in einer schwierigen Situation. Niemand kann ihn behandeln. Und wenn doch, fehlt unter Umständen das Gegenmittel. Ich heiße Florentino Marquez und bin gelähmt für den Rest meines Lebens. Im Krankenhaus untersuchten sie mich. Ein Arzt kam, dann noch einer. Sie fragten mich, was ist mit Ihnen passiert? Was haben Sie denn gemacht? Ich habe Lanate versprüht. Da begriffen sie, dass ich mich daran vergiftet hatte, dass mein ganzer Körper voller Gift war. De las
Vergiftungen werden größtenteils gar nicht oder nur mangelhaft erfasst. Trotzdem hat die Weltgesundheitsorganisation für das Jahr 1989 eine Gesamtschätzung der akuten Vergiftungen und der Todesfälle aufgrund von Pestiziden durchgeführt. Das Ergebnis: bis zu 2.900.000 Vergiftungen in einem Jahr, allein durch Pestizide. Dabei führten etwa 300.000 zum Tod. Das Interessante an dem Ganzen ist aber, dass 99% aller Vergiftungsfälle den Ländern der Dritten Welt zugerechnet werden. Dazu muss man sagen, in diesem Land sind 200 chemische Substanzen als Pestizide zugelassen. Das ist die andere Seite dieses Phänomens. In den Dritte-Welt-Ländern werden sehr viel gefährlichere Substanzen eingesetzt. Wir nennen das Exportprodukte der schmutzigen Industrie. Die Vereinten Nationen haben eine Liste mit verbotenen Produkten herausgegeben. Vergleicht man diese Liste mit dem amtlichen Katalog von 93 in Mexiko, stößt man auf 32 Pestizide, die momentan in Mexiko zugelassen, in anderen Ländern aber verboten sind. Sehr viele Pestizide sind in ihren Herkunftsländern nicht registriert, werden aber nach Mexiko und in andere Länder der Dritten Welt exportiert. Werden irgendwo Pestizide verkauft und jemand vergiftet sich oder stirbt daran, dann heißt es, das war das Produkt von der und der Firma. Dann wird von dieser Firma nichts mehr gekauft. Hersteller und Vertreiber von Agrarchemikalien haben also ein Interesse daran, dass so etwas nicht passiert. Sie machen Informationskampagnen für die Leute, die in der Landwirtschaft tätig sind und mit ihren Erzeugnissen umgehen, um die Gefahr der Vergiftung zu verringern. Diese Verhaltensweise hat einen wirtschaftlichen Hintergrund. Unglücklicherweise erreichen diese Informationen nicht jeden, der sie nötig hätte. Die Tagelöhner im Tabakanbau von Nayarit kennen die Informationskampagnen der Pestiziderzeuger nicht. Welche Giftstoffe eingesetzt werden und wie viel davon, das entscheiden nicht die Bauern. Darüber verhandeln die Hersteller von Agrarchemikalien und die Tabakgesellschaften. Diese Firmen stellen nicht etwa Schutzausrüstungen zur Verfügung. Sie machen die Anwender verantwortlich für jeglichen Unfall, jegliche Vergiftung. Wüssten die Mexikaner Bescheid, welche Probleme da auftreten, wären die Firmen, die Leute zum Ausbringen dieser Mittel beschäftigen, ruiniert, weil sie hohe Entschädigungen zahlen müssten. Gesetzlich ist es vorgesehen. Es existiert eine Vorschrift zum Schutz des Arbeiters, muss man sich strikt an das Gesetz zur Etikettierung halten. Das Etikett muss sowohl die Risiken aufführen, als auch die erforderlichen Maßnahmen zur ersten Hilfe und das entsprechende Gegenmittel. Es ist völlig falsch und eindimensional zu denken, dass ein Pestizid sicher ist, nur weil man die Anweisungen auf dem Etikett befolgt. In Mexiko und in vielen anderen Ländern werden nur die akuten, kurzfristigen Folgen berücksichtigt, nicht jedoch die Spätfolgen. Ein Produkt, auf dem schwach giftig steht, kann in Wirklichkeit also eine chronische Krankheit verursachen. Unter Umständen geht der Anwender vorsichtig mit dem Mittel um. Wenn auf dem Etikett steht, Vorsicht, Gefahr, giftig, Schutzausrüstung erforderlich, bei Kontakt mit den Händen gut waschen. Ein Purépecha oder ein Huichol kann aber manchmal nicht mal Spanisch. Er befindet sich also in größter Gefahr. Pues de mucho riesgo.
Das Recht auf Informationen der Landarbeiter ist ein ganz wichtiger Aspekt. Er muss in die Gesetzgebung zur Arbeitssicherheit im Umgang mit Pestiziden einbezogen werden, von der Herstellung bis zur Handhabung der Abfälle. Immer noch werden die leeren Pflanzenschutzmittelbehälter einfach ausgespült und manchmal eben auch nicht und als Wasserflasche benutzt. Aber eine Agrarchemikalie verseucht im Allgemeinen immer die Wände ihres Behälters. Das Volk der Huichol leidet, wie der Großteil der Indigenas des Landes, an chronischer Unterernährung und Krankheiten, die ihre Ursache in der Armut haben. Dieser körperliche Schwächezustand macht sie anfälliger und bewirkt, dass die giftigen Mittel ihnen in verstärktem Maße zusetzen. Nach langjähriger Arbeit in den Tabakfeldern starb Ignacio Carrillo, ein Huichol aus Santa Catarina, an aplastischer Anämie. Diese Krankheit geht einher mit einer chronischen Vergiftung als Folge des Umgangs mit bestimmten Arten von Pestiziden. Er hatte keine Widerstandskraft. Er bekam eine unbekannte Krankheit. Ich hatte sowas noch nie erlebt. Verlor sehr viel Blut und dann starb er. Innerhalb der letzten Jahre stieg die Krebsrate bei den Huichol. In der letzten Zeit kommen sehr viele Kranke mit diesem Problem. Dünge- und Pflanzenschutzmittel werden immer vielfältiger. Die Mengen, in denen sie hergestellt und vertrieben werden, erhöhen sich ständig. Cuprochlor-Quat hat auch die Sierra Madre Occidental, wo die Huichol leben, erreicht. Paraquat wird unter diesem Namen verkauft, eins der meistverkauften Unkrautvernichtungsmittel in Mexiko, obgleich seine Verwendung und sein Vertrieb in diesem Land beschränkt wurden. Paraquat gehört zum schmutzigen Dutzend, einer Reihe von extrem gefährlichen Pflanzenschutzmitteln. Mehrere internationale Organisationen fordern sein Verbot. Betrachten wir den Fall eines Landwirts. Er ist kein reiner Landwirt mehr. Er ist Landwirt, Handwerker, Tagelöhner und manchmal Fabrikarbeiter in einem. Er ist auch Wanderarbeiter, sucht sich Arbeit in einer anderen Gegend oder sogar in einem anderen Land. Irgendwann kann er dann nicht mehr mit traditionellen Mitteln arbeiten, also das Unkraut einfach rechtzeitig abbrennen, es unter Wasser setzen oder mit Erde abdecken. Jetzt bleibt ihm nur noch eine Möglichkeit. Unkrautvernichtungsmittel wie Paraquat. Wir haben festgestellt, dass dieses Produkt bedeutende toxikologische Konsequenzen hat. Also stehen wir vor einem Problem. Das Unkrautvernichtungsmittel Esteron enthält den Wirkstoff 2,4-D. Esteron wird in den Läden der Huichol-Gemeinden zusammen mit Lebensmitteln gelagert und verkauft. Dieses Herbizid wurde schon im Vietnamkrieg eingesetzt, als Bestandteil von Agent Orange. Es verursacht Missbildungen beim Ungeborenen und eine seltene Form von Krebs. Bis heute unheilbar. Wir merkten, dass wir uns viel Arbeit sparten, wenn wir unseren Mais besprühten. Man sagt uns, dass wir uns vergiften und dass deshalb viele von uns krank sind, vor allem die Kinder, die nicht so widerstandsfähig sind. Ein weiteres Problem für die Huichol-Gemeinden sind die Zeckenbäder. Normalerweise werden sie in der Nähe von Bächen oder Quellen errichtet und die Insektizide darin vergiften unweigerlich das Wasser der Gemeinden. Das Gesundheitsministerium lässt DDT in den Häusern der Gemeinden auf dem Land versprühen. Den Moskitos soll ein Ende bereitet werden. Und damit der Malaria.
Wenn die Huichol die Spezialisten sehen, die das DDT auf den Höfen versprühen, dann nennen sie sie Katzenkiller. Wenn so ein Hof eingesprüht ist, sterben nämlich alle Katzen dort. Sie können sich also vorstellen, was dann mit den Babys und den Leuten, die dort wohnen, passiert. Ich glaube, das hier ist sehr wichtig. Denn grundlegend bei diesem Feldzug gegen die Malaria ist, dass ausgebildete Fachleute am Werk sind und dass sie kein DDT mehr einsetzen, sondern Malathion. Die Leute, die bei diesen Präventionsmaßnahmen mitarbeiten, werden geschult, bevor sie in die Gemeinden kommen. Wenn es irgendeine Abweichung davon gibt, muss das gemeldet werden. In der Gemeinde San Andres Coamiata ließen die DDT-Fachleute große Mengen dieses gefährlichen Gifts übrig. Es ist für jedermann zugänglich und die Huichol benutzen es, um Läuse und Flöhe zu vernichten. Bevor man sich schlafen legt, sprüht man es unter die Matratze oder einfach auf den Boden. Manchmal reiben sich die Leute auch damit ein, so beißen die Flöhe sie nicht. Das Kind einer Frau starb. Sie badete es und rieb es dann damit ein. Am nächsten Tag war es schon krank und übergab sich. Dann starb das Kind. Seit über 30 Jahren ist DDT in vielen Ländern verboten, weil es hochtoxisch ist und sich lange in der Umwelt hält. Mehrere Studien haben gezeigt, dass dieses Insektizid sich im Fettgewebe ablagert. Daher überträgt es sich durch die Muttermilch auch auf die Säuglinge. Die weltweiten Kampagnen zur Malariaprävention konnten die Krankheit nicht unter Kontrolle bringen. Weil die Moskitos als Überträger resistent gegen die Insektizide werden. Die chemisch-logische Reaktion ist es, die Dosis zu erhöhen. Dies wiederum erhöht die Verseuchung und die Zahl der Vergiftungen. Die Regierungen der meisten Länder, darunter auch Mexiko, haben verschiedene internationale Abkommen zu Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitswesen unterzeichnet. Diesen Abkommen zufolge haben die Landarbeiter das Recht, über die Schäden, die die Pestizide verursachen, informiert zu werden. Auch soll Risiken vorgebeugt werden, bevor die Probleme in Erscheinung treten. Zudem muss nun gewährleistet sein, dass die Indigena-Tagelöhner bei der Arbeit nicht mehr solchen Gefahren ausgesetzt sind. Es gibt auch andere, beispielhafte Formen von Landwirtschaft in Mexiko. Dort kann auf solche Mittel verzichtet werden. Es gibt auch Verbraucher, vor allem in Europa, die Produkte haben wollen, die frei von Pestiziden sind. Nach dem Motto, ich bin bereit, dir, Landwirt, mehr für deine Produkte zu zahlen, wenn du mir garantierst, dass ich keine Rückstände von Pestiziden zu befürchten habe. Das wäre doch eine Grundlage für uns, endlich ein stabiles, nachhaltiges Agrarsystem zu schaffen. Heute haben wir nämlich eine Landwirtschaft, die in der Krise steckt, und zwar von Anfang an. Mexiko verfügt über einen unglaublichen Reichtum an traditionellen Ackerbaumethoden, die zu neuen Formen nachhaltiger Landwirtschaft beitragen können, zum Wohl der ganzen Menschheit, nicht nur derer, die schon so lange davon leben. Aber man muss erkennen, dass diese Methoden diesen Beitrag nicht leisten können, wenn die Kulturen, aus denen sie stammen, nicht mehr existieren. Sind die Leute, die diese Methoden entwickelt haben und sie auch anwenden, immer gezwungen, woanders und für fremde Menschen zu arbeiten, dann sterben diese Methoden aus. Menschen, die solche Methoden anwenden, müssen ihr eigenes Land besitzen, müssen die Gewalt über ihr eigenes Land, über ihr Leben haben.